Meine Damen und Herren, heute ist die letzte Vorlesung im Wintersemester, sodass wir heute die Vorlesung abschließen. Das geht sich auch ganz gut aus, weil wir heute über ein in sich geschlossenes Gebiet sprechen, nämlich über die realen Gase. Wir haben ja sehr häufig es jetzt in der letzten Zeit mit idealen Gasen zu tun gehabt und Sie haben ja sicher jetzt inzwischen die Zustandsgleichung für ideale Gase so richtig verinnerlicht. Also wir wissen, PV ist gleich nRT, das ist also die Zustandsgleichung für ideale Gase. Und wir wollen also jetzt, weil das doch für die Praxis von großer Bedeutung ist und es gibt uns auch die Möglichkeit, Ihnen noch etwas Experimentelles vorzustellen, uns mit realen Gasen beschäftigen. Wenn meine Zählung stimmt, das müsste jetzt dann die Nummer 8 sein. Reale Gase. Und da zeigt sich, dass die Situation, wenn man sich näher an die Realität annähert, doch etwas unterschiedlich ist gegenüber der Situation, wie wir sie bei idealen Gasen hatten. Was hatten wir denn vorausgesetzt an Idealisierungen, die so in der Praxis nie hundertprozentig eintreten können? Einmal haben wir gesagt, die Gasmoleküle wechselwirken nicht miteinander. Nur, wenn sie halt stoßen, dann stoßen sie zusammen, aber ansonsten gibt es keine Wechselwirkung zwischen den Molekülen. Aber außerdem haben wir noch vorausgesetzt, dass die Gasmoleküle ein verschwindend kleines Eigenvolumen aufweisen, also praktisch punktförmig sind, sodass sich da also Punkte in dem verfügbaren Volumen bewegen können, ohne selbst ein Volumen einzunehmen. Und diese beiden Voraussetzungen wollen wir jetzt fallen lassen und wollen also einerseits davon ausgehen, eine gewisse Wechselwirkungskraft wird es schon geben zwischen den Molekülen in einem solchen Gas und außerdem die Moleküle haben zwar kein besonders großes, aber doch ein gewisses eigenes Volumen. Und dieses Volumen, es sind ja doch viele Moleküle, das wissen wir ja schon, dieses Volumen gibt dann doch ein bisschen was aus, sodass dann der zur Verfügung stehende Raum, in dem sich die also dann alle bewegen können, kleiner wird, weil sie selbst ja schon ein Volumen wegnehmen, sozusagen, von dem ganzen Volumen des Gases. Und diese zwei Punkte, die wollen wir also beim realen Gas jetzt betrachten. Und Sie werden sehen, obwohl das jetzt sich zunächst relativ harmlos anhört, dass dadurch doch deutliche Veränderungen auftreten gegenüber dieser einfachen Beziehung, die wir für ideale Gase ja schon vor längerem uns überlegt hatten. Also das reale Gas hat zwei Eigenschaften. Einerseits ein endliches Molekülvolumen, und andererseits eine gewisse Wechselwirkungskraft zwischen den Molekülen. Beides weiß man natürlich nicht von vornherein so quantitativ, wie groß diese Moleküle jetzt volumensmäßig sind und auch wie groß die Wechselwirkungskräfte sind. Und natürlich hängen diese Dinge sehr stark
von der individuellen chemischen Zusammensetzung ab. Beim idealen Gas war uns das nicht bedeutsam. Ob das jetzt Stickstoff oder Helium oder Argon oder sonst irgendwas war, es war allerweil diese Beziehung. Wobei auch immer dieselbe ideale Gaskonstante, die allgemeine Gaskonstante da drinnen gestanden ist, die ja wieder nichts anderes war als die Avogadro-Zahl mal der Boltzmann-Konstante. Also Sachen, die sicher nichts mit irgendeiner speziellen chemischen Zusammensetzung zu tun haben. Und nur in dem kleinen n ist also was drinnen, und zwar die Molzahl, aber das ist wieder nichts anderes als halt die Anzahl der Mole oder genau genommen in unserem Einheitensystem Kilomole der jeweiligen Substanz, egal um welche es sich handelt. Das wird jetzt anders. Je mehr man sich an die konkrete Realität annähert und also die Dinge genauer und realistischer beschreibt, desto mehr muss man dann auch auf das individuelle Verhalten verschiedener Substanzen Rücksicht nehmen. Und wie Sie es da dann gleich sehen werden, nur durch Aufgabe dieser zwei Voraussetzungen kommen wir nicht nur auf eine etwas unterschiedliche Zustandsgleichung, da könnte man ja sagen, naja, mein Gott, ist halt ein bisschen anders, nicht? Das interessiert uns nicht sehr. Sondern Sie werden auch sehen, es kommt zu einem qualitativ unterschiedlichen Verhalten. Das macht die Sache natürlich besonders interessant und dadurch kommen wir auch dann eben wirklich näher an die Realität heran, weil Sie nämlich sehen werden, dass allein durch das Aufgeben dieser zwei Voraussetzungen wir bereits dann die Phasenübergänge erwarten können. Und das ist natürlich was Spannendes. Wie treten die auf? Was passiert da? Und da werden wir Ihnen auch ein paar Experimente dazu zeigen. Also, wie gehen wir vor? Besonders wünschenswert wäre es natürlich, wenn man diese Dinge, das endliche Molekülvolumen, die Wechselwirkungskräfte, heute aus First Principles herleiten könnte für die verschiedenen Substanzen, dann einsetzt und dann hat man das alles. Das ist ja das, was man sich natürlich in der Physik immer wünschen würde, dass man die Dinge da alle so aus einem grundlegenden Verständnis heraus ableiten kann. Aber das ist in vielen Fällen auch heute noch und wahrscheinlich noch auf längere Sicht nicht so ohne weiteres möglich. Und daher macht man es hier wie in vielen anderen Fällen so, dass man empirische Konstanten einführt, die man dann letzten Endes durch Messung an verschiedenen Substanzen ermittelt. Da gibt es also eigene Messlabors für die verschiedensten Dinge, die das mit hoher Präzision können. Und dadurch ergibt sich dann eine große Anzahl von Messdaten, die man entweder in Tabellenwerken oder heute vorzugsweise im Internet heraussuchen kann, um sich eben dann für die jeweilig verwendete Substanz die Informationen zu verschaffen. Es kommt nur darauf an, jetzt zu wissen, was wollen wir denn da überhaupt für Konstanten definieren? Wir hatten sowas ja schon, erinnern Sie sich, wie wir über die Elastizität von Körpern gesprochen haben. Da gab es den Dehnungsmodul, den Kompressionsmodul. Da hätte man sich ja auch wünschen können, dass man sich die alle ausrechnen kann für die verschiedenen Substanzen. Natürlich gibt es da Ansatzpunkte, insbesondere mit Hilfe der Computational Physics, die es ja erst gibt, seitdem wir so mächtige Computer haben. Aber auch das ist nur begrenzt bis jetzt und in der Genauigkeit nicht besonders hoch. Also wenn man genauere Ergebnisse braucht, um irgendetwas konkret vorherzusagen, ist es nach wie vor wichtig, derartige empirische Konstanten zu haben und so auch hier. Jetzt ist eben nur die Frage, was ist es denn da, was wir uns da anschauen wollen? Und da schauen wir uns also zunächst einmal den Fall des endlichen Molekülvolumens an. Aufgrund der Endlichkeit des Molekülvolumens ist es also so, dass
das Volumen, das an sich zur Verfügung steht für die Bewegung der Moleküle in einem Gas, in einem bestimmten Container, in einem Zylinder zum Beispiel, haben wir öfters gehabt, oder in einer Gasflasche oder was auch immer, dass dieses Volumen dieses Containers zu reduzieren ist durch das Volumen der einzelnen Moleküle. Also das Volumen, das wir ja ursprünglich angenommen hatten, da hier in dieser Zustandsgleichung für ideale Gase, wo das V ja wirklich das Volumen des Gefäßes ist, in dem sich dieses Gas befindet. Dieses Volumen müssen wir jetzt reduzieren, und zwar dadurch, dass wir sagen, wir ziehen davon ab, das Volumen aller der Gasmoleküle da drinnen. Naja, und da sagen wir, das ist proportional zur Molzahl und zu einer bestimmten vorgegebenen Konstanten für das entsprechende Gas. Dieses B, das nennt man auch das Co-Volumen. Ist aber nicht so wichtig, dass Sie das wissen, dass das Co-Volumen ist. Das ist einfach das Volumen aller Mole pro Kilomol. Volumen aller Moleküle, so, pro Kilomol. Also wenn man ein Kilomol dieses Gases vorliegen hat, na, dann weiß man mit der Avogadro-Konstante, wie viele Moleküle das sind. Und wenn man jetzt das Volumen eines Moleküls mit dem multipliziert, kommt man auf dieses B, auf das Co-Volumen. Ne, und dann hat also unser System, das wir betrachten, N, die Molzahl von Kilomolen in dem betrachteten System. Und daher ist natürlich das gesamte Volumen, das Volumen aller Moleküle pro Kilomol mal die Anzahl der Kilomole in dem betrachteten System. Und daher durchaus klar, dass man also hier von dem Behältervolumen dieses Volumen abzieht, denn nur das bleibt dann verfügbar für die freie Bewegung der Gasmoleküle. Andererseits schauen wir uns also an, wie schaut es aus mit der Wechselwirkungskraft. Wechselwirkung der Moleküle. Typischerweise werden sich die Moleküle anziehen. Ja, wenn sie das nicht täten, vor allem dann im Falle der dichteren Anordnung dieser Moleküle in einer Flüssigkeit, dann würde ja eine Flüssigkeit nicht zusammenhalten, dann würde sie ja zerfallen. Also in einer Flüssigkeit und dann noch mehr in einem Festkörper natürlich, muss es ja Wechselwirkungen geben, anziehender Art, sodass diese Moleküle zusammenhalten und es eine zusammenhaltende Flüssigkeit oder sogar einen Körper mit fester Form, einen Festkörper gibt. Also diese Anziehungskraft zwischen den Molekülen wird natürlich auch in viel geringerem Umfang, aber doch bei Gasen vorhanden sein. Und das bedeutet eine gewisse Änderung. Wenn man sich jetzt zum Beispiel insbesondere den Druck anschaut, das ist ja die zweite wichtige Größe, die da auf der linken Seite von der Zustandsgleichung idealer Gase steht, der Druck kommt doch dadurch zustande, dass es ein Trommelfeuer von Molekülen gibt, die ständig auf die Gefäßwände aufprallen. Naja, solange das ein ideales Gas ist, ist da nicht viel dazu zu sagen. Hingegen, wenn man ein reales Gas hat, dann ist eine Situation vorhanden, die irgendwo analog ist zu der Situation der Oberflächenspannung in einer Flüssigkeit. Dadurch, dass die Moleküle miteinander eine gewisse Wechselwirkungskraft haben, werden Moleküle, die so in Wandnähe kommen, in irgendeiner Weise von ihren ganzen Nachbarn, die hinter ihnen sind, noch auf einer Seite, zurückgezogen werden durch diese Anziehungskraft,
sodass die nur mit einem etwas geringeren Impuls auf die Wand prallen werden. Dadurch wird der Impulsübertrag kleiner und das bedeutet einen geringeren Druck. Also man muss sich dann überlegen, wie groß wird diese Reduktion des spürbaren, also messbaren Druckes an einer Gefäßwand oder halt an der Membran eines Druckgebers oder was immer man halt hat, um den Druck zu messen. Da ist es ja immer so, dass eben da die Moleküle draufprallen. Wie groß wird diese Reduktion sein? Ja, und da müssen wir uns einerseits überlegen, wie wird es denn mit der Anziehungskraft auf ein Molekül sein? Also ein solches Molekül, das sich schon in Wandnähe befindet und dort dann dagegen prallen wird und dadurch eben einen Impulsübertrag bewirkt, der dann letztlich den Druck bedeutet, der dann auf diese Wand ausgeübt wird. Naja, diese Anziehungskraft auf ein Molekül wird natürlich proportional sein zur Molekülanzahl pro Volumenseinheit, also zur Anzahldichte aller seiner Brüder- oder Schwestermoleküle sozusagen. Naja, kann man wieder schwer sagen, das Molekül ist neutral. Nicht? Also proportional zur Anzahldichte der Moleküle, die es halt umgeben. Aber jetzt umgeben sie es ja nicht mehr ganz, weil sie ist ja ganz bei der Wand, sie ist ja nur mehr hinten herum, ziehen sie zurück durch die Anziehungskraft. Also diese Anziehungskraft wird proportional sein zur Anzahl, Molekülanzahldichte pro Volumenseinheit und der daher proportional zu N durch V. N ist ja eben die Anzahl der Mole und die Anzahl der Mole ist proportional zur Anzahl der Moleküle. Da liegt ja dazwischen nur die Avogadro-Zahl und pro Volumenseinheit. Also diese Anziehungskraft, mit der so ein wandnahes Molekül zurückgehalten wird, dass es nicht mit vollem Geschäft sozusagen gegen die Wand prallt, sondern doch ein bisschen weniger, weil die da hinten ein bisschen zurückhalten, ist diese Anziehungskraft ist proportional zu N durch V. Ja, das ist jetzt auf ein Molekül. Aber ein Molekül allein macht ja nicht den Druck, sondern es ist natürlich so, dass da eine Anzahl von Molekülen jetzt da so pro Zeiteinheit auf die Behälterwand treffen. Also die Anzahl der Moleküle, die auf die Behälterwand treffen, ja, und diese Anzahl, die muss natürlich auch wieder proportional sein zu der Molekülanzahldichte in dem Gas. Je größer die Anzahl pro Volumenseinheit ist, desto mehr werden dann auch auf die Wand treffen. Also wird auch diese Anzahl proportional zu N durch V sein. Daher wird also die Abnahme des Druckes proportional sein zu N Quadrat durch V Quadrat. Und dadurch ergibt sich also, dass der Druck, den man misst, kleiner ist als der Druck, der eigentlich im Inneren des Systems vorhanden ist. Weil messen kann man immer wieder nur an einer Wand. Aber im Inneren des Gases, wo also die Gasmoleküle alle rundherum umgeben sind von ihren Nachbarn, da fällt ja diese einseitige Kraftwirkung weg. Das heißt, letzten Endes ergibt sich da jetzt, dass der Druck im Inneren größer wird. Denn der Druck, der da steht, ist ja der Druck, den man misst. Und der Druck, den man misst, immer durchs gegeben durch den Übertrag auf die Wand. Und so muss es da eine
Übergang geben, also einen höheren Druck, der im Inneren herrscht, und da dann halt wieder mit einem Faktor, einen Proportionalitätsfaktor, mal n Quadrat durch v Quadrat. Also das Volumen, das zur Verfügung steht, ist kleiner als das Volumen, das man messbar als Gefäßvolumen zur Verfügung hat. Der Druck, den die Moleküle im Inneren ausüben, ist größer als der Druck, den man misst durch irgendeinen Sensor oder an der Systemwand. Und um dieses n Quadrat durch v Quadrat mal einer Konstanten a, die halt diese Proportionalitätsfaktoren da hier beinhaltet. Und mit diesen beiden Korrekturen, wenn Sie so wollen, lässt sich jetzt die Zustandsgleichung in eine realistischere Form bringen. Und wir erhalten als Folgerung, dass wir also diese einfache Zustandsgleichung für ideale Gase umschreiben, indem wir das P und das V entsprechend hier unseren Veränderungen da einsetzen. Also statt P schreiben wir P plus A mal n Quadrat durch V Quadrat. Und statt V, was dort auch steht, schreiben wir V minus N mal B. Und ansonsten lassen wir es wie gehabt. N mal R mal T. Sie sehen, die ist schon ein bisschen anders, diese Zustandsgleichung. Da kommt immerhin hier noch einmal das V vor, dann kommt in beiden die Molzahl noch einmal vor. Diese Zustandsgleichung wird wahrscheinlich einen etwas anderen Verlauf bedeuten des Zusammenhanges zwischen P, V und T. Diese Zustandsgleichung geht ursprünglich auf einen Herrn van der Waals zurück und wird daher als die van der Waalsche Zustandsgleichung bezeichnet. Und ich möchte betonen, dass das nicht die einzig mögliche Zustandsgleichung ist, mit der man realistischere Beschreibungen von Gasen und auch dann von anderen Körpern erreichen kann. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Auch auf der rechten Seite hat man dann oft die sogenannten Virialentwicklungen, die man da durchführt, um da dann auch höhere Potenzen von T einzuführen. Und da gibt es dann wieder alle möglichen Interpretationen dazu. Sollten Sie also mit solchen Dingen in irgendeiner Form einmal konkreter zu tun haben, werden Sie sich in diese Literatur eingraben müssen. Und da sehen Sie, dass es dann alles Mögliche gibt. Aber das wird Ihnen eh schon aufgefallen sein. Wir tupfen immer nur so ein bisschen hin, um Ihnen halt so ein bisschen zu zeigen, was es alles gibt. Aber da gibt es noch viel, viel mehr als das, was ich Ihnen da natürlich in dieser relativ kurzen Zeit erzählen kann. Aber wenn man einmal weiß, worauf es ankommt, dann weiß man auch, was man suchen muss. Und das ist ja schon mal was wert. Und das hoffe ich Ihnen heute halt zu übermitteln, dass Sie ein Gefühl dafür kriegen, wo man ansetzen kann, wenn man sich irgendwie mehr im Detail und genauer mit den Dingen auseinandersetzen möchte. Das ist also die van der Waalsche Zustandsgleichung. Ja. Also das A selbst hat keinen Namen, aber wenn Sie das wissen wollen, ich möchte Sie da nicht mit allen möglichen Namen überschütten, aber das A mal n Quadrat durch v Quadrat, also der ganze Korrekturterm hier, den nennt man auch den Binnendruck.
Und ich weiß nicht genau, warum man das wirklich so nennt. Es hat halt damit was zu tun, dass der Druck im Inneren, wo die Gasmoleküle rundherum ihre Nachbarn haben, einem größeren Wert entspricht als dem Druck, den man nolens volens an einem Rand des Systems nur messen kann. Also das, was eigentlich dann für die Gasgleichung wesentlich ist, ist eben, da kommt dieser Binnendruck noch dazu. Eine Bezeichnungsweise. Also merken Sie sich eines, beim Druck kommt was dazu, weil man eben, und das ist die Physik, die man sich schon merken sollte dabei, nicht? Weil man eben bei der Beobachtung des Druckes ja stets eine Wechselwirkung mit einer Systemwand hat und da diese Moleküle durch ihre anziehende Wechselwirkung, die hinten alle noch sind, diese vorwitzigen Moleküle, die da gegen die Wand stoßen wollen, etwas zurückhalten. Und andererseits beim Volumen kommt was weg, weil was man ja hat, ist das ganze Volumen des Behälters, aber die Moleküle, denen steht das nicht alles zur Verfügung, weil ihr eigenes Volumen für ihre Bewegungsfreiheit wegfällt. Das kann man sich gut vorstellen, wenn die also so richtig fett und dick schon werden, dann können sie sich nicht mehr wenig bewegen, weil so wie Kugeln, die da irgendwo in einem Behälter drinnen sind. Nicht? Also es ist klar, dass es da ein Minus geben muss und bei einiger Überlegung auch klar, dass also es hier ein Plus geben muss, wodurch also hier die speziellen Eigenschaften der van der Waalschen Zustandsgleichung gegeben sind. Naja, und was aber nun bedeutet das? Und da muss man sie einfach hinsetzen und diese Gleichung für gewisse realistische Parameter, und da will ich jetzt gar nicht irgendwelche besonderen Größen hinschreiben, das brauchen Sie sich auch nicht zu merken, sich auszurechnen, etwa wieder in einem PV-Diagramm. Wie denn da die Isothermen eines van der Waals-Gases, man gibt denen dann den Gasen sogar einen Namen, das sind dann die van der Waals-Gase. Na, die verhalten sich halt so, wie es die van der Waals-Gleichung voraussagt. Während die idealen Gase sind halt so, wie sich die ideale Gasgleichung vorstellt. Nicht? Also man verteilt dann Namen, um zu wissen, wovon man spricht. In den Gasen ist es wurscht, wie es heißen. Ne? Das ist die Frage, wie man sie beschreibt. Ne? Na, beim idealen Gas wissen Sie ja, da sind diese Isothermen einfach da so Hyperbeln, die da im PV-Diagramm verlaufen. Denn Isothermen heißt, das T ist konstant, also ist P mal V in einem bestimmten Gasvolumen, bei einer bestimmten Gasmenge konstant. Und P mal V konstant, das bedeutet natürlich solche hyperbolischen Kurven, das ist Ihnen ja sehr genau bewusst. Na, jetzt ist aber nicht mehr P mal V gleich konstant. Sie haben zwar auch hier bei den Isothermen, dass das T konstant ist und daher die ganze rechte Seite und glücklicherweise da links steht ja das T gar nirgends explizit drinnen. Also es geht jetzt darum, dass dieses P plus A, das, wenn man eine bestimmte Anzahl hat, ist das N ja dann auch Konstante, also dann hat man einfach Konstante durch V Quadrat und dann hat man, wenn das N eben eine bestimmte Größe ist, ist das auch bestimmte Konstante, von dem V nimmt man also eine konstante Größe weg für gegebene Gasmenge, das muss dann konstant sein. Und da zeigt sich, wenn man das betrachtet, dann kriegt man keine solchen Hyperbeläste mehr, sondern da kriegt man so verbogene Hyperbeln. Also wenn Sie sich hier dieses PV-Diagramm anschauen, dann sehen Sie hier P gegen V. Wenn man entsprechend hohe Temperaturen nimmt, also zum Beispiel da jetzt 1000 Kelvin genommen, dann hat man schon so etwas ungefähr Hyperbolisches, wo das, die hellgraue Kurve dort, ne? Aber wenn man zu kleineren Temperaturen übergeht, dann kriegt diese Kurve eine Delle.
Und diese Delle wird immer stärker. Und dann kommt einmal der Punkt, wo da sogar eine waagrechte Tangente auftritt. Aber immer noch nicht genug. Wenn man mit der Temperatur weiter hinuntergeht, dann ergibt sich hier sogar ein Minimum, das sogar durchaus ausgeprägt sein kann. Und das ist natürlich schon komisch. Weil was bedeutet denn das? Das bedeutet dann hier, wenn man in dem Bereich, wo das da wieder ansteigt, eine Erhöhung des Volumens vornimmt, also den Kolben in einem solchen Zylinder ein bisschen wegbewegt und das Volumen größer macht, wird der Druck größer. Na, das ist merkwürdig. Das ist also schon eigentlich als unphysikalisch anzusehen. Und dass ein solches Verhalten hier auftritt, das liegt daran, dass bei dieser Überlegung mit dem endlichen Molekülvolumen und den Wechselwirkungskräften eigentlich immer nach wie vor die Annahme eines einheitlichen, homogenen Systems gemacht wird. Sonst könnte man ja nicht in diese ideale Gasgleichung einsetzen. Und gerade in dem Bereich, wo es dann da so Merkwürdigkeiten gibt, da zeigt sich dann bei der Beobachtung konkreter, realer Systeme, dass die nicht so verlaufen, sondern dass in dem Bereich ein Phasenübergang stattfindet. Und das möchte ich Ihnen versuchen, an der Tafel aufzuzeichnen. Da gibt es dann einen gewissen Bereich, den ich da mal so einzeichne, in dem Phasenübergänge passieren. Also wenn wir da jetzt so Isothermen eintragen in diesem PV-Diagramm, dann wird da eine so verlaufen. Bei noch höherer Temperatur ist es dann schon beinahe eine Hyperbel und ganz hoch oben sind es praktisch Hyperbeln. Das sind die oberen, die hellgrauen Kurven. Aber wenn Sie jetzt weitergehen, dann kommen Sie hier zu einer Kurve, die da jetzt so hinunterlaufen würde, wieder hinauflaufen würde und da so weiter. Und da zeigt sich, dass das System sich so weiterentwickelt. Und von hier aus setzt die Kurve die Isotherme dann fort. Das sind also alles Isothermen. Und das geht weiter. Wenn Sie dann da so runterkommen, noch kleinere Temperatur, dann läuft das da so herüber und geht da wieder so weiter. Was bedeutet das? Also da hätte man hier wieder, das geht so runter, geht da so rauf und geht da so weiter. Also jetzt habe ich Ihnen im Wesentlichen die Kurven gezeichnet, wie Sie sie dort sehen, aber ich habe, um einmal hier jetzt die realistische Situation eines inhomogenen Systems, und das System wird dann eben inhomogen, darzustellen, Ihnen gezeigt, was passiert dann in diesem Bereich, wo diese Kurven so eine unphysikalische Welle zeigen gewissermaßen. Und da zeigt sich, dass es da hier bei gewissen Drücken, je nach Temperatur, denn da haben wir Temperatur T1, T2, T3, T4, T5, werden immer kälter. Das ist ganz heiß, da haben wir ja da oben gehabt, man sieht es jetzt schlecht, 1000, oh ja, 1000 Kelvin, herunter 200 Kelvin, also das ist da unten schon saukalt und oben ist es sehr heiß. Und da ergibt sich also dieses Verhalten. Und dann gibt es da so einen eigenartigen Punkt, und da geht es vom einen ins andere über. Das ist ein Bereich der Zweiphasigkeit. Und da oben hingegen hat man einen homogenen, einphasigen Bereich. Und der entscheidende Punkt hier ist, dass im Fall dieser Zweiphasigkeit, das ist also ein Zweiphasengebiet, das da mit dieser gestrichelten Kurve ich hier so angedeutet habe, dass in diesem Zweiphasengebiet eben jetzt eine
gasförmige Phase und eine flüssige Phase koexistieren. Jetzt überlegen wir uns, Sie sollen ja das auch irgendwie sich anschaulich vorstellen können, was denn da jetzt eigentlich passiert. Gehen wir einmal davon aus, wir haben ein großes Volumen hier und entsprechend einen kleinen Druck. Wir sitzen zum Beispiel auf dieser Isotherme T4. Das ist vielleicht gerade Wasserdampf bei Zimmertemperatur oder so irgendetwas. Und jetzt verringern wir das Volumen. Wir komprimieren diesen Wasserdampf. Na, dementsprechend steigt der Dampfdruck, also der tatsächliche Druck dieses Dampfes, in dem System an. Na, wenn ich den Kolben hineindrücke, das Volumen also kleiner mache, es war nach wie vor der ganze Dampfdruck drinnen, dann wird der Druck zunehmen. Aber dann kommt der Punkt, wo das nicht mehr weiter fortgesetzt werden kann. Und dann beginnt ein Phasenübergang von dem gasförmigen Dampf, Wasserdampf zum Beispiel, zum flüssigen Wasser. Also wenn ich jetzt weiter komprimiere, würde man erwarten, dass dieser Kurve da noch ein wenig folgt. Aber vor allem, wenn es dann Oberflächen, Ionen, Teilchen, irgendwelche Störstellen gibt, dann beginnt die Bildung der neuen Phase. Meistens mit Hilfe von irgendwelchen kleinen Molekülclusters, die sich einmal zusammenballen und dann Ausgangspunkt für die Formierung der neuen Phase sind. Und wenn sich die also dann bilden, das passiert meistens sehr rasch, man nennt sowas Nukleation, dann zeigt sich, wenn ich jetzt weiter komprimiere, steigt der Druck nicht mehr. Denken Sie dran, alles bei einer Temperatur, jetzt T4, eine bestimmte Temperatur, das spült sich alles in einem Thermostaten ab. Und man macht es langsam, wieder quasi stationär, nicht so geschwind, weil dann gibt es natürlich irgendwelche adiabatischen Effekte. Mit sowas wollen wir uns jetzt gar nicht herstellen. Wir durchlaufen lauter Gleichgewichtszustände und das geht langsam, sodass der Thermostat in der Umgebung immer in der Lage ist, durch die Wärmeleitung sicherzustellen, dass das System sehr nahezu auf konstanter Temperatur bleibt. Das wollen wir voraussetzen, sonst wäre das ja keine Isotherme. Naja, und dann geht das bei konstantem Druck da hinüber. Und dieser Druck, das ist dann ein sogenannter Sättigungsdruck. Ein Sättigungsdampfdruck bei der Temperatur T4. Und wenn man eine noch niedrigere Temperatur wählt, dann ist der Sättigungsdruck auch noch entsprechend kleiner. Also je kleiner die Temperatur ist, desto kleiner ist dann auch der Sättigungsdruck. Naja, und was passiert aber jetzt? Jetzt läuft das da durch. Was passiert, während das durchläuft? Da wird immer mehr von der Substanz in Flüssigkeit übergehen und der Dampf wird immer weniger. Und das zeigt sich, wenn man also da das Volumen weiter verkleinert, das ist zum Beispiel dann einmal da, dann ist das der Anteil der schon verflüssigten Komponente. Und das ist das, was noch dampfförmig überbleibt. Und gehen Sie also weiter, komprimieren Sie weiter, dann wird immer weniger Dampf sein und immer mehr wird zur Flüssigkeit. Und einmal ist der ganze Dampf weg und ist alles in der Flüssigkeit aufgegangen. Es handelt sich immer um die gleiche Anzahl von Molekülen, immer bei derselben Temperatur T4. Wir schieben nur den Kolben immer weiter zusammen, bis letztlich dann hier herüben alle Moleküle in den flüssigen Zustand übergegangen sind. Und das passiert bei konstantem Druck, nämlich beim Sättigungsdruck dieser Flüssigkeit in dem System. Sie können ruhig, wenn Sie einen bestimmten Container haben und da drinnen ist eine gewisse Flüssigkeit
und drüber der Dampf und das hat eine bestimmte Temperatur T, können Sie durchaus das Volumen hier ändern, dann ändert sich der Druck da drinnen gar nicht. Die Flüssigkeit kann nicht mehr als diesen Sättigungsdampfdruck herstellen. Und wenn Sie das jetzt irgendwie zusammenziehen, also wenn Sie da so einen Kolben haben und den treiben Sie da ein bisschen hinein, dann werden eben etliche von den Molekülen in den flüssigen Zustand hineinkondensieren. Aber der Druck wird nicht größer, weil das ist sozusagen die maximale Spannkraft, die diese Flüssigkeit hat gegen den Dampf. Das ist eben der Gleichgewichtszustand zwischen Flüssigkeit und Dampf bei einer bestimmten Temperatur. Und wenn man also da den Kolben hineindrückt, das Volumen kleiner macht, dann wird immer weniger Dampf, immer mehr Flüssigkeit, bis sie letzten Endes hier ankommen und jetzt stoßen sie dann mit dem Kolben an der Flüssigkeitsoberfläche an. Naja, holla, jetzt ist auf einmal alles Flüssigkeit. Das heißt, jetzt haben wir ein System, das auf einmal viel weniger gut komprimierbar ist, als das Gas es war. Das heißt, es schreit jetzt auf sozusagen. Das lässt sich jetzt nicht weiter komprimieren oder nur mit großem Aufwand. Deswegen macht es jetzt auf einmal so einen Hocken und geht da steil hinauf. Wollen Sie es weiter komprimieren, geht dann steil der Druck hinauf. Und je niedriger die Temperatur ist, desto extremer wird das dann hier. Können Sie sich das gut vorstellen, was hier gemeint ist? Also, schauen wir uns weiter an. Wenn man sich das jetzt noch einmal genauer hier anschaut, dann sehen Sie, dass wir eben, wie ich es schon versucht habe, an die Tafel zu zeichnen, hier die Situation haben im PV-Diagramm, dass für verschiedene Temperaturen es da jetzt immer einen Bereich gibt innerhalb des Zwei-Phasen-Gebietes, wo es eben eine Koexistenz von flüssiger und gasförmiger, dampfförmiger Phase gibt. Es zeigt sich, dass diese waagrechten Stücke, die eben dem bestimmten Sättigungsdruck bei einer bestimmten Temperatur entsprechen, dass die so liegen in dem Van der Waals-Diagramm, dass diese Fläche A und die Fläche B gleich groß sind. Also die Van der Waals-Gleichung liefert Ihnen nur diesen Muggel da drinnen, dieses Minimum und dieses Maximum. Wenn Sie die tatsächliche Gleichgewichtsdampflinie suchen, suchen Sie nach derjenigen waagrechten, wo die beiden Flächen gleich groß sind. Also damit haben Sie hier ein Zwei-Phasen-Gebiet. Und jetzt aber hat diese Darstellung natürlich eine dritte Dimension, nämlich die Temperatur. Wir haben das jetzt nur so hier, wie wir es ja schon kennen, zusammengestellt in ein Diagramm. Aber, und das zeichne ich jetzt nicht an die Tafel, weil das bringe ich nicht zusammen, wir haben es im Buch und ich habe es Ihnen auch hier mitgebracht, man kann das auch dreidimensional darstellen. Und da sehen Sie jetzt wiederum, wenn Sie nur das PV-Diagramm anschauen, die T-Achse läuft nach hinten. Für eine bestimmte Temperatur T haben Sie also da hier eine gewisse Zunahme, dann das Phasengleichgewicht zwischen Flüssig und Gas und dann den steilen Weiterverlauf in der flüssigen Phase. Je weiter die Temperatur zurückgeht, hat man hier dieses Verhalten und dann interessanterweise tritt dann hier noch ein Phasenübergang ein zum festen Körper, der natürlich dann noch steiler hinaufgeht. Der lässt sich überhaupt nur mehr sehr schwer komprimieren und es kommt zu sehr großen Druckzunahmen, selbst wenn Sie nur geringfügig das Volumen weiter verringern wollen. Und wenn man jetzt also da bei diesem Bereich flüssig Gas bleiben, das ist dieses Zwei-Phasen-Gebiet, das ich hier angedeutet habe. Wir blicken so von hier, nicht in dieses Diagramm hinein. Dann zeigt sich jetzt, wenn man
das also noch gegen die T-Achse aufträgt, dass es also dann hier so eine Fläche gibt, die sich da so hinaufzieht. Also wenn die Temperatur zunimmt, hat man diese ganzen verschiedenen Isothermen letzten Endes bis zu dem Punkt hinauf. Sieht man was nicht? Was ist denn passiert? Bin ich wo angekommen? Naja, bin ich wo angekommen. Sehr gut. Dankeschön. Naja, danke, dass Sie sich gleich gemeldet haben. Letzten Endes da hinauf, bis man also da zu diesem Punkt kommt, wo die Isotherme gerade nur eine solche Flachstelle aufweist. Hier. Über diesen Punkt, den wir kritischen Punkt nennen, sprechen wir gleich. Aber jetzt schauen wir uns einmal diese Verhältnisse nicht nur in der Richtung an, wo das PV-Diagramm ist, sondern schauen wir einmal von der Seite drauf. Dann haben wir ein PT-Diagramm und dann zeigt die V-Achse nach vorne. In dem Fall sieht die Sache ganz anders aus. In einem PT-Diagramm schaut die Geschichte nämlich jetzt folgendermaßen aus. Sie haben da wieder so einen Anstieg dieses Flüssiggasbereiches, aber wenn Sie so darauf schauen, dann ist das alles in einer Linie, weil das sind ja lauter Geraden, die da so hinüberlaufen, in Richtung zu der PT-Ebene hin. Das heißt, wenn man sich das anschaut, dann sehen Sie, dass Sie da hier einerseits diese Abhängigkeit bis hinauf zu dem kritischen Punkt haben, zwischen Gas und Flüssig, aber dann gibt es auch noch einmal diese zweite Fläche, die sich hier bildet, das ist also die da hier, wo dann der Übergang zwischen flüssig und fest stattfindet. Und das schaut dann so aus, wie ich es Ihnen hier zeigen kann. Diese Linie, von der alle diese Flächen hier weglaufen, bewegt sie sich noch? Ja. Die nennen wir Trippellinie. Weil hier ist gasförmig, flüssig und fest in Koexistenz. Das ist die sogenannte Trippellinie. Und wenn man es also von so anschaut, macht diese ganze Linie einen Punkt, nämlich den Trippelpunkt. Und jetzt versuchen Sie, sich das noch vor Ihrem geistigen Auge beizubehalten, das vorige Diagramm. Und jetzt schauen wir also in Richtung PT. Jetzt haben wir da die PT-Auftragung und da haben Sie also, unten ist gasförmig, dann das ist das, was so eine Fläche bildet. Diese gebogene Fläche, die Bewegung sieht man aber hier nicht, weil hier schauen wir nur PV, die sich so hineinbiegt bis hinauf zu diesem kritischen Punkt. Das entspricht hier einer solchen Linie und diese Linie beschreibt jetzt den Sättigungsdruck bei der bestimmten Temperatur. Für jede Temperatur haben Sie den entsprechenden Sättigungsdruck. Das kann man hier direkt ablesen. Aber dann haben wir außerdem diese zweite Linie zwischen flüssig und fest, das entspricht dieser Fläche da hier, auf die, wenn man so drauf schaut, das wieder eine Linie macht, zwischen flüssig und fest. Eine Koexistenzlinie zwischen flüssig und fest. Und so haben Sie hier ein sehr übersichtliches Phasendiagramm in der Drucktemperaturauftragung zwischen dem gasförmigen Bereich, dem flüssigen Bereich und dem festen Bereich. Bei niedrigen Temperaturen und hohen Drücken ist es fest, bei höheren Temperaturen wird es flüssig und wenn die Drücke kleiner werden, dann verdampft es auch. Das ist die typische Situation. Aufgetragen einmal für Kohlendioxid, dann läuft nämlich interessanterweise diese Koexistenzlinie so hinauf, dass mit zunehmender Temperatur auch der Koexistenzdruck größer wird. Wasser hat hier eine gewisse Anomalität.
wenn man diese Koexistenzlinie zwischen flüssig und fest für Wasser anschaut, dann sieht man, dass bei zunehmendem Druck die Temperatur, wo es den Übergang zwischen fest und flüssig gibt, sogar zurückgeht. Also wenn man den Druck erhöht bei einer bestimmten Temperatur, dann erreicht man einen Übergang von fest zu flüssig. Wenn Sie also hier eine bestimmte Temperatur haben, die tragen Sie hier auf, da ist die Temperatur, und Sie erhöhen dann den Druck, dann wandern Sie vom festen Bereich in den flüssigen. Wenn man also Eis unter starken Druck setzt, dann schmilzt es. Was also bei Kohlendioxid nicht der Fall ist. Da ist etwas, was man sich eher erwarten würde. Der Normalfall, dass wenn Sie bei konstanter Temperatur da bei CO2 den Druck immer mehr erhöhen, dann drucken Sie die Temperatur so, die Flüssigkeit so zusammen, dass Sie die Moleküle so sich zusammenschachteln müssen, dass Sie letzten Endes einen festen Körper bilden. Aber Wasser hat eben eine Anomalie, die für uns sehr wichtig ist. Sie wissen wahrscheinlich, bei 4 Grad Celsius hat man den dichtesten Punkt für Wasser. Wenn man die Temperatur unter 4 Grad bringt, wird die Dichte des flüssigen Wassers wieder geringer. Und das Eis hat dann auch eine entsprechend geringere Dichte. Sonst würden ja keine Eisberge auf dem Wasser schwimmen, sondern die würden alle versinken. Diese so merkwürdige und scheinbar unwichtige Anomalie ist eine unserer wesentlichen Existenzgrundlagen. Denn wäre das nicht so, würde jeder Eisberg sofort im Meer zu Boden sinken, dann wäre längst das Meer vom Grund her zugefroren. Und da hätten es die Algen schwer gehabt, die Fische schwer gehabt, und das sind ja unsere Vorfahren. Das heißt, da hätten es dann wir auch schwer gehabt, weil sich die möglicherweise gar nicht so hätten entwickeln können. Also diese kleine harmlose Anomalie ist für uns, für unsere Existenz von ganz entscheidender Bedeutung. Und man könnte natürlich so etwas nebulosen und spekulativen Fragen nachgehen, wieso ist denn das gerade so? Wer hat denn das so eingerichtet? Aber damit sind wir auf einem anderen Tiertag sozusagen. Das wollen wir hier so nicht weiterverfolgen. Aber Sie können ja sich Ihre persönliche Meinung dazu bilden. Also beim Wasser ist es jedenfalls so, wenn man das Eis zusammendrückt, macht man es flüssig. Interessanterweise. Die Eisstruktur ist molekülmäßig gesehen lockerer als die Wasserstruktur. Und dafür haben wir einen schönen Versuch, den wir Ihnen jetzt als nächstes zeigen wollen. Da haben wir hier für Sie einen Eisblock vorbereitet. Also meine lieben Kollegen haben das gemacht. Und dieser Eisblock tröpfelt heute also langsam vor sich hin. Und da gibt es nun an einem 10 Kilogramm Gewichtsstück einen dünnen Stahldraht. Und den können wir jetzt da auf dieses Eis drauflegen. Und an der Stelle, wo der auf das Eis drückt, machen wir es gleich bitte, wird dann entsprechend ein hoher Druck entstehen. So, dass das Eis lokal schmelzen wird und flüssig wird. Und der Draht wird einsinken. Aber dann, wenn er schon ein Stück eingesunken ist, ist dann oben der Druck wieder weg und das Eis friert wieder zu. Wir nennen diesen Versuch den Versuch zur Regelation des Eises. Es wird flüssig und nachher wird es wieder fest. Es bildet wieder einen Gel und dann einen festen Zustand. Also wenn man das jetzt so betrachtet, haben Sie zunächst hier den Stahldraht bei hohem Druck auf dem Eis und das lassen wir jetzt so. Wird es also noch ausgehen? Schwach, gerade nicht vielleicht. Also wir werden es ja sehen.
schauen wir, wie weit das heruntersinkt. Aber jedenfalls gehen wir davon aus, können wir davon ausgehen, dass dieser Draht jetzt hier einsinken wird, weil eben bei bestimmter Temperatur da hier durch den hohen Druck man in den flüssigen Bereich kommt. Übrigens, das ist im Winter ganz interessant, sich auch zu überlegen. Darauf basiert auch die Eislaufkunst, weil die Kufen der Eislaufschuhe haben natürlich dort lokal auch einen viel höheren Druck, als sonst nur der Atmosphärendruck auf der Eisoberfläche lastet. Wird lokal das Eis flüssig und ein Eisläufer oder eine Eisläuferin kann da also elegant drüber gleiten, weil das flüssige Eis, sprich das Wasser, natürlich eine viel leichtere Gleitmöglichkeit hat, als wenn man über das feste Eis sich nur drüber bewegen müsste. Also das ist die Sache mit der Regulation, wenn man entsprechend große Drücke hat. Aber jetzt wollen wir uns auch noch diese Sache mit dem kritischen Punkt anschauen. Da kehre ich noch einmal zurück zu diesem Diagramm. Bitte. Aha, ja. Sehr gut. Dankeschön. Da haben wir ja hier, so wie ich es auch hier, das heißt eigentlich, das kann ich Natur zeigen. Schalten Sie wieder zurück, bitte. Das ist ja viel spannender, dass man ständig dort diese Regulation des Eises betrachten kann. Bleiben wir bei der Tafel. Ich mache es jetzt nur ein bisschen heller, dass Sie es besser sehen. Schauen wir uns also jetzt noch genauer an, was passiert hier mit diesem kritischen Punkt. Das ist ein ganz eigenartiger Punkt. Denn bei dem kritischen Punkt, das ist bei einer bestimmten Temperatur und bei einem bestimmten Druck, hat man je nach dem entsprechenden Compound, also dem Material, eben einen Punkt, wo es drüber dann keine flüssige Phase mehr gibt. Die hört hier auf. Also wenn man unter der kritischen Temperatur bleibt, hat man hier den Phasenübergang. Aber oberhalb der kritischen Temperatur gibt es keinen solchen Phasenübergang. Und da gibt es keine zwei Phasen mehr. Und da gibt es natürlich jetzt merkwürdige Sachen. Eine merkwürdige Sache sage ich Ihnen und eine zeigen wir Ihnen auch. Die ich Ihnen sage, ist, Sie können jetzt zum Beispiel von diesem Punkt, sagen wir von hier, längs einer solchen Kurve da hier, sich hier herüber bewegen. Da machen Sie zunächst die Temperatur höher, oberhalb der kritischen Temperatur, bleiben ganze Zeit in einem einphasigen Gebiet und hören da wieder auf. Wären Sie aber bei konstanter Temperatur gegangen, dann durchlaufen Sie den Phasenübergang und sind da in der flüssigen Phase. Hier haben Sie einen dezidierten Phasenübergang, während hier vermeiden Sie einen Phasenübergang. Sie umgehen dieses Zwei-Phasen-Gebiet, haben aber hier trotzdem eine flüssige Phase. Nur da kommen Sie jetzt stetig in diese flüssige Phase hinein. Und das kollabiert nicht sozusagen. Während wenn Sie bei konstanter Temperatur gehen, haben Sie einen Bereich, wo die beiden Phasen koexistieren und Sie sehen deutlich die Grenze zwischen den beiden. Aber trotzdem erreichen Sie hier dann ein System bestimmter, wohldefinierter Strukturen. Also Sie können in einem homogenen Weg zur Flüssigkeit kommen oder Sie können durch einen Phasenübergang zur Flüssigkeit kommen. Wesentlich ist, ob Sie dieses Zwei-Phasen-Gebiet umgehen oder durchstoßen. Das ist die eine Sache. Da sehen Sie schon die Wichtigkeit des kritischen Punktes. Was aber besonders spannend ist, ist, wenn Sie sich jetzt auf einer solchen Linie bewegen. Denn bei konstantem Volumen können Sie hier einfach die Temperatur und damit den Druck erhöhen. Bei konstantem Volumen laufen Sie hier hinauf, haben ganze Zeit ein Zwei-Phasen-Gebiet,
Unten liegt die Flüssigkeit, oben ist das Gas. So in der Art, wie ich Ihnen das hier aufgezeichnet habe. Aber jetzt halten wir das Volumen fest und bewegen diesen Stempel nicht, sondern wir erhöhen nur die Temperatur. Und wenn man das richtig macht, trifft man gerade durch den kritischen Punkt. Und da bleibt eigentlich ganze Zeit dieses Verhältnis ungefähr gleich groß. Man hat also gerade ungefähr bestimmtes Volumen Flüssigkeit, ein bestimmtes Volumen Gas. Und jetzt nähert man sich dem kritischen Punkt. Und wir gehen dann etwas drüber und kommen dann wieder zurück. Und Sie werden sehen, was da passiert. Das schauen wir uns jetzt an. Während wir aber einmal schauen, können wir noch kurz, was inzwischen da die Regulation gemacht hat? Naja, ich glaube, Sie sehen schon, oben der Draht hat sich schon begonnen einzusenken in das Eis. Aber der Eisblock bleibt nach wie vor konsistent und zerfällt nicht. Er ist da schon ziemlich weit drinnen, der Draht. Na, wir werden es ja sehen. Und wenn Sie ein bisschen Geduld noch haben, dann nachher vielleicht erleben wir das noch. Na gut, jetzt aber gehen wir also zur kritischen Zelle. Und bei dieser kritischen Zelle sehen Sie jetzt, da gibt es also die Flüssigkeit und den Dampf. Und das ist ja mit einer Fernsehkamera wahrscheinlich. Das heißt, wirklich unten ist Flüssigkeit, oben ist Dampf. Dazwischen sehen Sie also die Phasengrenze. Und das ist jetzt so gemacht. Das ist jetzt nicht Wasser, sondern Kohlendioxid, glaube ich. Oder? Wissen Sie, was da drin ist? Schwefelhexafluorid. Na gut. Also eine Substanz, die einen kritischen Punkt hat, den man auch gut experimentell erreichen kann. Und wir werden also jetzt die Temperatur steigern, beginnen wir damit, und wir laufen dann, sehen Sie mich da noch mit dem ein bisschen, diese Kurve hinauf, bei konstantem Volumen, zunehmende Temperatur, zunehmender Druck, immer zwei Phasen, aber da oben läuft das zusammen und dann können keine zwei Phasen mehr sein. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, was dieses System tut. Hier wird also Wasser zum Sieden gebracht und es dient dazu, diese ganze Zelle hier aufzuheizen. Und Sie sehen schon, jetzt beginnt da drinnen zunehmend also ein Kochvorgang in der flüssigen Phase, entsprechend der höheren Temperatur. Immer mehr geht in die Gasphase über, die flüssige Phase wird dann auch immer weniger dicht, aber noch gibt es eine wohldefinierte Grenze zwischen Flüssigkeit und Gas. Noch ist es deutlich, dass wir zwei unterschiedliche Phasen betrachten können. Sonst wäre ja die Flüssigkeit nicht unten getrennt von der Gasphase, die drüber liegt. Aber die beiden werden ähnlicher und ähnlicher. Nach wie vor an der praktisch gleichen Stelle der Meniskus, die Grenzlinie zwischen Flüssigkeit und Gas. Jetzt wird diese Grenzlinie so ein bisschen wackelig, wenn Sie sich das anschauen. Schauen Sie mal. Noch ist sie zu sehen. Jetzt sind wir in die Nähe des kritischen Punktes gekommen. Weg ist es. Na, was sagen Sie? So, und jetzt schauen wir es von der anderen Seite an.
Jetzt sind wir da drüber. Ein homogenes System. Und jetzt lassen wir es wieder abkühlen. Jetzt stoßen wir von oben in den Zwei-Phasen-Bereich hinein. Und da zeigt sich, dass sich da dann relativ große Molekülcluster bilden. Sie werden es gleich sehen. Sodass sich dann, ich sage nichts voraus, Sie sollen sehen. Also jetzt kühlt es sich langsam wieder ab. Noch ist es einphasig. Ziemlich ruhig geworden alles, also man könnte eigentlich glauben, so bleibt es jetzt, aber das bleibt nicht so. Kann ja nicht. Je näher man jetzt von oben her zu den kritischen Bedingungen kommt, desto größer werden die statistisch sich bildenden Molekülcluster werden. Ich glaube, Sie sehen schon, dass sich da so sichtbare Teilchen zu bilden beginnen. Man nennt diesen Effekt auch die kritische Opaleszenz, weil also da jetzt sich aufgrund dieser Clusterbildung diese Teilchen bilden. Und schauen Sie, da unten ist jetzt wie ein Phönix aus der Asche wieder der Flüssigkeitsmeniskus entstanden. Und jetzt haben Sie wieder zwei getrennte Phasen und wir sind wieder von der hohen Temperatur durch den kritischen Punkt wieder ins Zwei-Phasen-Gebiet zurückgestoßen. Also so können Sie auch sehen, was also der kritische Punkt für eine Bedeutung für die Phasenübergänge hat. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir fertig. Die gesamte Regulation werden wir nicht mehr verfolgen können, aber man sieht schon, dass der Draht ziemlich weit in den Eisblock hineingewandert ist. Ich danke Ihnen, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Ich freue mich, dass wir doch noch recht gut über Thermodynamik miteinander sprechen konnten. Kommenden Montag ist Modulprüfung. Am Dienstag findet keine Vorlesung mehr statt. Wir sehen uns wieder Anfang März. Meiner Erinnerung nach ist das der 5. März, ein Montag. Schauen wir zur Sicherheit. Immer ganz gut, wenn man weiß, wann man sich wieder trifft. Jawohl, am 5. März beginnt dann wieder die Vorlesung und wir sprechen dann über ein weiteres, wie ich meine, recht faszinierendes Gebiet der Physik, die Elektrodynamik. Dankeschön. Applaus